Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo Luzi, wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Was hältst du von diesem Turm, Peppa? Sehr gut, aber noch etwas zu pappkartonartig. Vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Peppa. Was sagst du, Peppa? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Peppa und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Filmpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hereinzubringen. Wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Peppa liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah! Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Peppa. Du bist raus, Peppa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen. Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, Sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie! Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen noch mal so eins machen? Wir können noch 1000 andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Peppa. Oh, supi! Gute Nacht! Gute Nacht! Peppa und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Känguru. Deine Mütze fest, Schorsch! Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie! Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je, Peppa ist voller Schlamm. Ich sehe zwei kleine Schweinchen, die dringend ein Bad brauchen.
Schorschs Bommelmütze steckt auf dem Schilf im Gartenteich. Wir haben wirklich Glück. Deine Mütze ist noch immer sauber, Schorsch. Aber wie bekommen wir sie wieder? Das ist eine Aufgabe für Erwachsene. Ich brauche einen Stock. Fall aber nicht rein, Opa. Ich weiß genau, was ich hier tue, Peppa. Gleich habe ich sie. Ich sehe ein großes Schweinchen, das dringend ein Bad braucht. Opa Wutz, was machst du da um Himmels Willen? Ich mache gerade ein kleines Päuschen. Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das nicht. Das war ein Witz. Man sieht ja wohl klar und deutlich, dass ich in den Gartenteich gefallen bin, oder? Also wirklich sowas Dummes. Peppa, Schorsch, ihr seid beide voll Schlamm bis in die Schuhe. Wir haben versucht, Schorschs neue Bommelmütze wiederzukriegen. Wo ist Schorschs Bommelmütze denn? Sie segelt durch die Luft. Ich hole jetzt Schorschs Bommelmütze zurück und dann geht ihr erstmal allesamt baden. Sei vorsichtig, Oma Wutz. Ich würde dafür einen Stock nehmen. Schönen Dank allerseits, aber es wird schon klappen. Ich habe Gummistiefel an. Wenn du auf den Misthaufen steigst, wirst du einsinken. Unsinn, Opa. Ich habe nicht die Absicht, einzusinken. Ich komme schon dran. Ich hab sie. Oh je. Oma Wutz ist voller Mist. Stinkige Oma Wutz. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei Hallo. Und wie können wir euch heute helfen? Sausier. Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie dahin gekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja. Da wären wir, ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Oh! Frau Mimmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mimmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar, alle an Bord! Nächster Halt, die Spielgruppe! Ich fürchte, wir müssen leider ohne Peppa anfangen. Aber ohne Peppa macht es gar keinen Spaß. Der Preis für den schönsten Kürbis aus dem eigenen Garten geht an Luzi Locke.
Das bin ich. Das macht Spaß. Der Preis für den besten im Supermarkt gekauften Kürbis geht an Pedro Pony. Das bin ich. Nee. Der Preis für den besten Kürbis aus Plastik geht an... Was ist das für ein Lärm? Da. Was ist das? Da ist ein Licht am Himmel. Oh, das ist ja ein fliegender Kürbis. Das ist Peppas Kürbis. Boah. Hallo. Leider sind wir zu spät. Hallo, Peppa. Sind wir noch rechtzeitig für den Kürbiswettbewerb? Aber natürlich. Der Preis für den besten fliegenden Kürbis geht an Peppa Butz. Das ist das beste Halloween aller Zeiten. Peppa liebt Halloween. Alle lieben Halloween. George will auch surfen gehen. Tut mir leid, George, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Guck, so geht richtiges Surfen. Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Woods. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für George zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, George. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. George liebt es, bei Papa Woods auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Woods. Hörst du das? Welle, 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 Welle. Die winken uns, George. Komm, wir winken zurück. George surft auf Papa Woods wie auf einem Surfbrett. Wow, George hat ja ein super Gleichgewicht. Hurra! Du bist ja ein Naturtalent, George. Du kannst mir mal ein paar Tricks beibringen. George ist der Beste. Hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren. Und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarz, schwarz, schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt.
Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Tickedi-tackedi auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Tickedi-tackedi-dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Müsst ihr husten? Hust! Und dann müsst ihr pusten? Hust! Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guck mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Was denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganzer Städtchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Oh, so ein Mist! Opa Wutz' Boot steckt im Schlick fest. Da ist ja gar kein Wasser, Opa. Ja, anscheinend ist Ebbe. Können wir jetzt doch nicht segeln gehen? Doch, natürlich. Das Wasser wird sehr bald zurückkommen. Und dann hebt es das Boot aus dem Schlick. Das Wasser kommt wirklich zurück? Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz' Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Hahaha, da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab.
Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab, wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Heute ist Wochenmarkt. Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln. Äpfel frisch vom Baum. Käse, stinke Käse. Fisch, ganz frischer Fisch. An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware. Äpfel, Käse, Fisch. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Violinen, Eiercreme, Raketenantriebe. Peppa will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Frische Äpfel. Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen. Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel. Dann probier mal. Sehr lecker. Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte. Dankeschön. Käse. Yum, yum. Schorsch liebt Käse. Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei. Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz. Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen. Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse. Exquisit, nicht wahr? Yum, yum. Schorsch liebt Stinkekäse. Den möchten wir gerne kaufen. Natürlich. Dankeschön. Fisch. Ganz frischer Fisch. Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay. Ich habe hier Forellen, Schellfisch, Makrelen und Tintenfisch. Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus. Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein. Dann können Sie einen leckeren Fischeintopf machen. Fischeintopf. Köstlich. Dann bitte schön. Haben Sie vielen Dank. Fisch, Äpfel, Käse. Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs. Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen. Ich verkaufe einfach alles. Was möchten Sie? Gar nichts, danke schön. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Äpfel, Käse und Fisch. Nick ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye, bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa ist beim Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, wir sind da.
Hallo. Oh. Da ist Herr Wolf. Herr Wolf, was machen Sie hier? Ich kam gerade vorbei und wollte etwas essen. Hier gibt es immer so leckere Speisen. Keine Sorge, ich bin Super Pedro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Pedros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Meine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Pedros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knöpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Können die Herren Doktoren dieser Schildkröte in Not helfen? Nein, ich fürchte, wir können leider keine Tiere behandeln. Oh. Sie brauchen einen Tierarzt. Ein Tierarzt ist ein Doktor für Tiere. Oh, hallo. Es ist der Bruder von Herrn Bulle. Hallo. Entschuldigen Sie den Lärm. Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen. Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlang führen soll. Hallo zusammen. Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor. Ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle. Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg. Ich habe gesagt, Sie sollen einen Tunnel bauen. Ja, ein Tunnel wäre gut. Ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun. Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt. Wir können einen Tunnel bauen. Ich grabe von dieser Seite und ich grabe von der anderen Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel. Stopp! Der Tunnel ist fertig. Und die neue Straße ist fertig. Hurra! Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen. Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird. Viel schneller ist man auf der Straße nicht. Es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten. Wir brauchen eine größere Straße. Und was wollen Sie dann jetzt tun? Es gibt nur eine Sache, die wir tun können, Peppa. Wir reißen die Straße auf! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Wir brauchen ein paar neue Anziehsachen für Schorsch. Das trifft sich aber gut. Dies ist ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst müssen wir mal Maß nehmen. Streck doch mal deine Arme aus. Schorsch hat Angst, dass sie ihn gleich kitzeln wollen. Ich verspreche, dass ich dich nicht kitzeln werde.
Meine Güte, du bist aber ein großer, starker Junge. Da siehst du es, Schorsch. Frau Mimmel hat dich gar kein bisschen gekitzelt, stimmt's? Nein. Aber ich kitzel dich. Schorsch liebt es, wenn Peppa ihn kitzelt. Fein. Mal schauen, ob wir was Schönes für Schorsch finden. Wie wär's denn damit? Der wird dich schön warm halten. Oh. Am besten probierst du den Pullover mal an, Schorsch. Hier. Schorsch trägt einen großen, dicken Pullover aus Wolle. Der sieht kuschelig aus, Schorsch. Weiß ist vielleicht keine gute Farbe, wenn man gern in Pfützen springt. Wie wär's damit? Viele bunte Farben, gar kein Weiß. Schorsch, du siehst ja aus wie ein Clown. Nein. Schorsch möchte nicht wie ein Clown aussehen. Das sind zu viele Farben. Wie wär's mit einem Anzug? Und jetzt siehst du aus wie ein Pinguin. Ja, das sieht irgendwie nicht aus wie Schorsch. Wie gefällt Ihnen das? Der sieht genauso aus wie die alte Kleidung. Oh ja. Schorsch, du siehst aus wie du. Und was sagst du, Schorsch? Hurra! Schorsch mag seine neuen Anziehsachen. Papa, wir sind da! Oh, es gab für Schorsch wohl keine neuen Anziehsachen? Das sind seine neuen Anziehsachen, Papa Wutz. Es sind die gleichen wie vorher, nur ohne Löcher. Haha, verstehe. Können wir jetzt im Garten spielen, Mama? Ja, lasst uns doch alle im Garten spielen. Kommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden. Das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frau Mümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Da sind Sie ja schon wieder, Frau Mümmel, als Lokführerin. Volle Kraft voraus! Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag ah. Ah. Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann.
du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah! Zeigst du uns den Schlitten mal? Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen. Boah. Der ist aber schön, der Schlitten. Macht es Spaß, damit zu fahren? Steigt ein, dann zeige ich's euch. Warum nicht? Eine Schlittenfahrt auf dem Parkplatz? Und jetzt bitte festhalten. Achtung, fertig! Los! Das ist ja fantastisch! Das kann ich jetzt nicht glauben. Wir fliegen. Geht es noch schneller? Festhalten! Jetzt kommt ein Looping! Das war richtig toll! Ja. Frohe Weihnachten euch allen! Ho, ho, ho! Was ist denn los, Peppa? Mein Reifen ist ganz platt. Da ist nur ein Loch drin. Ich bin zufällig ein Experte im Löcherflicken. Zuerst müssen wir das Rad abmontieren. Als nächstes ziehen wir den Reifen von der Felge. Wann kommst du denn, Peppa? Dann brauchen wir einen Eimer mit Wasser. Geht das nicht etwas schneller, Papa? Es dauert nicht lange, Peppa. In der Zwischenzeit kannst du ja so tun, als ob du Fahrrad fährst. Als ob? Ja, mit deinem eigenen Als-ob-Fahrrad. Okay. Ich habe mir ein sehr schönes Fahrrad ausgedacht. Ich fahre mit meinem Fahrrad rum. Lalalalalala. Warum läufst du denn so komisch? Ich laufe doch gar nicht, Luzi. Wo ist dein Fahrrad? Na hier. Das ist mein Als-ob-Fahrrad. Es hat glitzernde Räder und ist so schön wie ein Regenbogen. Oh, ich hätte gern auch so ein Als-ob-Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay, mein Als-ob-Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren Als-ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja! Hurra! Was machst du denn, Schorsch? Soll ich dir zeigen, wie man mit dem Roller fährt? Okay, du musst dich zuerst mal am Lenker festhalten. Und zwar so, mit beiden Händen. Und dann stellst du dich auf den Roller. Oh! Ach, Schorsch! Man stellt sich nur mit einem Bein auf den Roller. Gut. Und mit dem anderen Bein stößt du dich ab. Guck so. Hui. Hui. Schorsch, jetzt kannst du es. Schorsch kann jetzt Roller fahren. Peppa, Schorsch. Jetzt ist erstmal Schluss mit Rollerfahren. Die Spielgruppe wartet schon auf euch. Ach, aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wurst. Ja, bis später. Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Hui. Nicht so schnell.
Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich! Peppa und George sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa! Wiedersehen! Tschüss! Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's gerade nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Die Tower Bridge wird hochgeklappt, damit große Schiffe hindurchfahren können. Gut, jetzt wo das Schiff weg ist, können wir weiterfahren. Bitte senken Sie die Brücke. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, aber da kommt noch ein zweites Schiff. Was zu viel ist, ist zu viel. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Alles festhalten, bitte. Der Bus schwankt auf der Brücke. Und was sollen wir jetzt tun? Nur die Ruhe, liebe Kinder. Ich habe eine sehr gute Idee. Bewegt euch alle zum vorderen Busende. Okay. Die Königin ist eine gute Busfahrerin. Gefällt euch die Tour durch London, Kinder? Ja! Oben offene Busse sind die besten. Warum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser Bus? Es regnet. Ah, ja. Darum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser hier. Kinder, öffnet eure Regenschirme. Es ist sehr wichtig, einen Regenschirm dabei zu haben, wenn man London besucht. Nächster Halt, Trafalgar Square. Oh nein, das ist ja schade. Trafalgar Square ist voller Pfützen. Aber wir lieben Pfützen. Tolle Pfützen. Hüpfen Sie mit uns, Majestät. Das sieht nach Spaß aus. Und wozu habe ich sonst meine Gummistiefel an? Hui! Die Königin liebt es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Alle lieben es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Ein Matschepampe-Pfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr? Der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Hart. Boah. Und all das verdanken wir der Wissenschaft.
Und Herr Bulle, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Ah. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein, seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Peppa findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Wartet, was ist das da drüben? Das ist der Osterhase. Psst. Wir schleichen uns ganz leise an. Ja. Dann wissen wir endlich, wie der Osterhase wirklich aussieht. Das ist nicht der Osterhase. Das ist Luisa Löffel. Oh. Wir dachten, du bist der Osterhase. Nein, ich bin ich und ich habe ein Ei gefunden. Wir haben alle ein Ei gefunden. Ich bin ein kleines Häschen, was ich gern mag. Wir spielen und hüpfen den ganzen Tag. Aber wie können Sie im Meer arbeiten? Mit diesem U-Boot hier. Wow. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte. Okay, hüpft rein. Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Wow. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh. Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, Schorsch? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! Schorsch hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja!
Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er. Da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Oh, daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Also, wir gehen da mal lieber, solange noch ein Fenster heil ist. Wieso? Jetzt will ich es auch mal probieren. Zeigen wir Ihren Gästen mal, wie man einen Boomerang schleudert. Danke, Herr Wallaby. Ach, keine Ursache. Dafür sind Nachbarn doch da. Also, der Trick ist, man muss den Boomerang mehr aufrecht werfen. Genau so. Oh. Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Wurf. Da kommt er. Sehr gut, sieht gut aus. Oh nein, fangt ihn auf. Oh weh, der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Auf den Computer spielen? Im Moment nicht, Peppa. Ich muss dringend mit dem Buch fertig werden, an dem ich gerade schreibe. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5... Oh! Werft mal einen Blick ins Wasser. Ich kann da überhaupt nichts sehen. Ich glaube, da ist niemand drin. Wartet, wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Ah, Krokodil! Hallo, ich bin Frau Krokodil. Ich passe hier auf die Pinguine auf. Oh, Pinguine! Sind sie nicht niedlich? Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen ja.
Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge! Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß. Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofnarr Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. George, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Boah. Frau Mümmel hat einen riesigen Roboterdrachen. Wollt ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Oh, aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für George der beste Ausflug aller Zeiten. George liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und George kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz!
Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprung-Trainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh! Oh weh, Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz.